Ein lebendiger Fluss ist ein Fluss, der strömt, der sich seinen Raum schaffen kann, über Abfälle stürzen kann. Ein lebendiger Fluss ist für uns Paddler nicht ein Fluss, der ausgeleitet ist oder hinter Staudämmen verdammt ist. Dahin ist die Lebensader von Tirol. Alle größeren Siedlungen, Städte wurden an den Ufern des Inn geschaffen. Der Inn hat doch weibliche Eigenschaften als Nährmutter von Tirol. Am 3. Oktober veranstaltete die österreichweite Plattform www.kajak.at eine besondere Aktion, eine Protestfahrt. An die 80 Kajakfahrer waren dem Ruf von Peter Feldhammer gefolgt, um gegen die geplanten Ausbaupläne an den Flüssen zu demonstrieren. Das Ziel von Flüsse voller Leben ist, die letzten natürlichen Flüsse unter gesetzlichen Schutz zu stellen. Und dieses Ziel werden wir Kajaker massiv unterstützen. Derzeit sind in Österreich zahlreiche neue Wasserkraftwerke in Planung bzw. in Bau. Sie sollen den stets steigenden Strombedarf in Österreich decken. Es ist ein Irrglaube, dass wir mit Wasserkraft unser Energieproblem lösen können. Das Problem wäre nur durch Energiesparen oder alternative Energien, zum Beispiel Solarkraft, zu lösen. Beispiel in Bayern wird 3% der Energie schon mit Solarkraft erzeugt, in Österreich 0,1 Promille. Gegen 15 Uhr legten die Protestfahrer oberhalb der Imsterschlucht ab und führten ihren friedlichen Protest durch. Es scheint so, dass wir wirklich das letzte Aufgebot erstellen, um unsere letzten Flüsse zu erretten. Es kommt zu Allianzen zwischen Fischern und Kajakfahrern, Wildwassersportlern, seltenen Allianzen, aber wir ziehen alle an einem Strang. Wir wollen unsere Flüsse unter gesetzlichen Schutz stellen.